Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Children of Mana. Ich habe was getan und zwar habe ich gelevelt. Ich bin auf Level 40 gegangen. Allerdings ist der Save irgendwie nicht gespeichert und deswegen bin ich wieder Level 37. Ja. So kann es gehen, ne? Ich wollte eigentlich, ich habe gelevelt. Bestimmt eine Stunde lang. Bin Level 40 geworden. Was passiert? Als ich dann aufnehmen wollte, merke ich, hä? Habe ich nicht gespeichert? Bin ich so unfähig zu speichern? Ich bin zu unfähig zu speichern, ja. In der Tat. Dafür habe ich jetzt eben klein wenig gelevelt. Paar Erfahrungen habe ich gemacht, damit wir im nächsten auf jeden Fall, demnächst auf jeden Fall Level absteigen. Aufsteigen, nicht absteigen. Ja, wir müssen eigentlich Story weitermachen, aber allerdings möchte ich vorher wissen, ob wir vielleicht jetzt noch eine richtige Sidequest vorkommen, weil ich glaube, das ist so, jetzt, kommt jetzt in Richtung Finale. Was kann ich für dich tun? Plaudern würde. Juwelen haben einen Willen, der allerdings nicht eigener ist. Was die gerettet hat, war möglicherweise die Kraft des Willens, dieses Willens. Okay, du hast nichts Neues. Okay, das ist auch schon mal gut. Na, wobei ich schon gerne was Neues hätte, ne? Bevor wir uns in die Story, ins Storyfinale wagen. Plaudern bitte. Ich bin der Meinung, das ist jetzt so. Ja, okay, die labern halt alle nur dasselbe. Weil ich bin der Meinung, es ist jetzt soweit Storyfinale. Dementsprechend gucke ich mal, ob wir noch Sidequests bekommen, die relativ nützlich für uns sind. Um Erfahrungen noch zu sammeln. Du nicht Illusia-Ruin machen? Welt friedlich machen, Wagapuff. Ja, ich mach doch schon. Aber eine Sidequest hätte ich trotzdem noch gerne. So, hallo. Hallo, für was? Womit kann ich dir helfen? Hast du vielleicht irgendwelche Sorgen oder so? Hallo, Simon. Na, wenn das nicht fair ist. Du gibst jeden Tag dein Bestes, wie ich sehe. Ja. Ich bin der Auserwählte. Diesen Namen muss man erst einmal gerecht werden. Und jeder setzt seine Hoffnung in dich. Ich übrigens auch. Ich werde dich nicht enttäuschen. Sag mal, Ferik, was gibt es denn? Würdest du mir eine ganz persönliche Bitte erfüllen? Was meinst du denn damit? Hier, nimm diesen Ohrring. Ich möchte, dass du ihn in Toppel in den Seeninnern der Höhle wirst. Was? Wieso muss ich den ganzen Weg bis nach Toppel gehen? Frag bitte nicht, warum. Jede erwachsene Frau hat eine bewegte Vergangenheit, über die sie lieber schweigt. Was? Eine bewegte Vergangenheit? Da es eine persönliche Bitte ist, musst du es nicht tun. Würdest du es trotzdem für mich nach Toppel reisen? Ich helfe dir immer gerne, ja. Dir habe ich aber sowieso noch nicht geholfen, deswegen. Oh, ich bin dir ja so dankbar, Ferik. Ihr solltest Toppel in den See werfen, nicht wahr? Ja, so schnell wie möglich. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Siehst du mal, guck mal. Korallohrring, den müssen wir in den See schmeißen, warum auch immer. Wir kaufen uns aber vorher nochmal Bonbons ein, bevor wir uns da auf den Weg machen. Weil so kriegt man noch Erfahrungen, ja, mit interessanten Side-Content noch ein bisschen, anstatt jetzt irgendwelche, Mausberg GmbH Quests zu machen, um zu grinden. Finde ich ganz gut. Einmal hier. Bonbons. Weiß gar nicht, wie viel ich habe. Anscheinend nicht voll. So. Ja, Engelskelch bringt uns. Heilt alle Defekte in. Achso, Engelskelch belebt eigentlich wieder, sondern heilt einfach nur alles. Okay. Ja, gut. Nee, danke. Ja, bis bald. Gut, dann gehen wir nach Toppel. Wir müssen jetzt einen Ring in den See schmeißen. Ja, mal gucken, wie lange uns das auffällt, wa? Wenn ich Level 40 geblieben wäre und mein Save noch da wäre, dann würden wir solche Quests halt noch schneller erledigen als da müssen wir eigentlich unser nächstes Zielort hin. Ne, wisst Bescheid, aber allerdings gehen wir jetzt erstmal nach Toppel. Erstmal nach Toppel. Ich glaube, das war der Sternsee, ne? Und eigentlich waren wir unten links noch nicht. Was ist da eigentlich? Weiß ich gerade nicht. So, was soll ich machen? Den Ohrring ins See schmeißen. Warum auch immer. Will sie loswerden, ne? Sie will einfach loswerden. Vielleicht ein Geschenk von ihrem Lover, Ex-Lover, den sie nicht mehr haben will. Und tatsächlich sind hier schon ganz viele neue Gegner. So, Tautropfen ist von einer Pflanze bedeckt. Und wir sind eine Stufe hoch. Sehr schön. So kannst du anfangen. Wir müssen natürlich. Alter, bitte. Oh Gott, das macht aber gleich 200 Schaden, Alter. Krass, oder?
Deswegen müssen die Echsen auf jeden Fall als erstes erledigen. Definitiv. So. Ja, ja, macht euch mal hier. Das ist das Ding. Ach, da ist er schon. Ich will natürlich auch die Zeitquest so schnell wie möglich erledigt haben, ne? Ist ja auch klar. Ich weiß nicht, wie viele Zonen wir hier in dieser Quest haben. Dementsprechend, ja. Okay, hier ist das in einer Truhe versteckt. Oh, du bist mir ein bisschen gefährlich. Das ist sehr gefährlich hier. Was haben wir hier? Silberklinge. Ja, die hatte ich eigentlich auch schon ausgerüstet. Genau wie eine Silberrüstung mit Level 40. Allerdings, ja, ihr wisst ja Bescheid. Hatte ich mir auch irgendwo erkauft. So. Irgendwo in einer Truhe. Wahrscheinlich hier unten, oder? Das ist die einzige Truhe hier. Nee, gar nicht. Da oben ist noch eine. Ja, das siehst du mal. Zum Glück nicht so groß, das Gebiet. So. Und so kriegen wir auch neue Ausrüstung. Oh Gott, weißt du was? Wo war das Portal? Das war da oben, ne? Ja. Gut, gut. Das war Zone 2. Besiege eine spezielle Gruppe. Ja, geil. Wir müssen erstmal die Echsen erledigen, weil die sind am gefährlichsten. Die sind echt saugefährlich. Mithrilring, okay. Okay, noch gekriegt, 140. Ja, ja, ja. Oh Gott. Und da ist auch schon die Silberrüstung, die ich eben angesprochen hatte. Mit Teufelchen sind nicht gemeint, weil die meisten sind die speziellen Gegner, nicht die, die irgendwo im Rand spawnen. Das heißt, die Gegner, die nicht, die meisten sind es die, nicht die Gegner, die irgendwo spawnen, wo man eigentlich mit einem besonderen Item erst hingelangt. Wie zum Beispiel mit einer besonderen Waffe. Dementsprechend denke ich mal, dass das die Echsen sind, die gelben. Nein? Okay. So. Jetzt spawnen hier noch welche, ne? Warum auch immer. Ja, ja, ja. Oh, komm. Lange will das Ding noch sein stalken? Ich finde das gerade ein bisschen doof. Ja, das waren die gelben Echsen. Weil ich halt schon Level 40 war und jetzt halt auch trotzdem mal Level steigen muss. Das finde ich halt doof. Deswegen bin ich ein bisschen angefressen. So ein klein wenig. Wir hoffen einfach mal, dass dieses Gebiet nicht allzu lang geht. Okay. Ist nur von einer Pflanze bedeckt. Ja. Aufpassen. Oh, scheiße, Alter. Deswegen hoffen wir mal, dass wir das so schnell wie möglich finden, ne? Du musst drauf gehen. Gelben sind das Schlimmste hier. Das Schlimmste. Gut, da links werde ich nicht hingehen.
Na, wobei, ich geh schon mal hin. Da ist ja eh das Portal. Also müssen wir da eh gleich hin. So. Komische Viecher, ne? Goldrüstung, nice. Können wir wahrscheinlich auch nicht tragen. Oh nein. Geht da mal alle weg. So. Jetzt komm, geh. Vielleicht kriegen wir noch ein Level, bevor wir die Ebene verlassen. Voll die Mistkäfer hier, ey. Okay. Sehr gut. Was sich halt ein bisschen stört, ist hier, dass man ständig irgendwie an irgendwelchen Pixeln hängen bleibt. In so Kleinigkeiten an jeder Ecke hier gefühlt. So. Müssen wir hier auch noch aufräumen. Ja. Und das Ding hier. Adios. Ja, wir sind fertig, komm. Ausrüsten tun wir uns danach, ist ja nur eine Sidequest. Von einer Pflanze bedeckt. Und wir sind auf Level 39, guck mal. Oh, das geht doch schon ziemlich schnell. Weil ich habe ja mit der Mausbär GmbH gelevelt. Und das halt dauert schon, ne? Das dauert schon. Oh, komm, please. Oh, warum macht das immer so viel Schaden? Das ist wirklich unfassbar, wie viel Schaden. Oh, jetzt habe ich natürlich. So. Wenn wir jetzt noch Level 40 werden, dann ist das doch schon mal sehr gut. Ich hoffe mal, dass es denn auch war mit dem Sidequest, ne? Denn hoffentlich. Wenn wir da alle erledigt haben, dann wäre es auch super. Oder was? Oder wie seht ihr das? Ich würde das wirklich begrüßen. Okay, da war der. Da ist der Mana-Tau. Oder Tau-Tropfen. Natürlich ist er wieder auf deiner Seite, das Portal. Natürlich, wie hätte es auch sein können, anders sein können, ne? Okay, das ist eine Silberrube. So, da holen wir den erstmal. Zack. Au, au, au. Na komm. Und dann müssen wir schon wieder genau dasselbe machen wie eben. ich hasse es. So, jetzt gib mal bitte einen anderen Raum oder halt Ende. Wobei, ich würde gerne schon Level 40 werden, bevor wir hier raus sind. Dann müsst ihr nicht noch. Ich will sowieso. Gut, Sidequest machen wir sowieso alle. Alle wichtigen. Aber ich würde halt schon gerne Level 40 werden, damit wir uns komplett wieder umrüsten können. So wie wir es brauchen halt. Weil ich glaube, mit Level 40 kann man das Spiel ganz gut durchspielen. So. Ja. Ihr mich auch. Von einer Pflanze bedeckt. Dann brauche ich ja eigentlich nicht alle Monster erledigen. Weil die Teufelchen, auf die habe ich gar keine Lust. nee. Gehen wir hier lang. Und da ist es schon. Und das Portal ist auch da oben. Ganz gut. Dion-Robe. Die Roben sind halt für den kleinen Kerl, ne? Für den kleinen Kerl. Übrigens braucht ihr euch nicht wundern, was ich auch nochmal ansagen möchte. Braucht euch nicht wundern, wenn ab und zu mal ein anderer Charakter auf Thumbnail ist, der gar nicht
im Let's Play vorkommt. Das sind halt die anderen Charaktere, die es im Spiel gibt. Es gibt immer keine... Ihr wisst ja, also am Anfang kann man ja viel auswählen. Und ich wollte halt schon... Oh Gott, ich kann nicht ergreifen. Ich wollte halt schon euch die tollen Artworks des Spiels zeigen. Dementsprechend habe ich die mal raufgepackt. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm. Ist natürlich... Klar kann man jetzt damit argumentieren, dass das, dass es ja gar nicht im Part vorkommt, ne? Aber die Titel sind meistens partabhängig. Und ich habe mir gedacht so, ich werde nie wieder Schild of Mana Let's Playen. Ich werde euch nie wieder die Art dieser, ich werde nie wieder die Gelegenheit bekommen, euch diese Artworks zu zeigen vom Spiel. Da habe ich mir gedacht so, komm, hau ich die aufs Thumbnail, damit ihr alle nochmal zu sehen habt, wie die anderen Charaktere halt aussehen. Ne? Ich finde es ein bisschen traurig, wenn man das nicht erkennt hat kann. Wenn ich nur den Hauptcharakter einmal aufs Thumbnail packe, wisst ihr. Das finde ich wirklich nicht so geil. Bin ich ehrlich, weil ich wollte euch schon. Weil auch bei. Das hat mich bei Dawn of Mana schon gewurmt. Ihr habt die ganze Zeit bei dem gesamten Let's Play nicht einmal das Artwork von Rizia gesehen. Weil ich keine Gelegenheit hatte, das aufs Thumbnail zu packen. Oh, ich brenne. Scheiße. Ich hatte einfach keine Gelegenheit. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, bevor ich das Spieler habe, mache ich das halt so. Alter, komm. Diese Viecher sind einfach saunervig. Ich glaube, das könnt ihr auch verstehen, oder? Weil ich möchte halt schon, wenn ich die Mana-Spiele spiele, möchte ich euch schon alle Artworks zeigen können, die Spiele bieten, ne? Das finde ich dann ein bisschen traurig, wenn ich euch die nicht zeigen kann. Deswegen mache ich hier bei Schild of Mana zumindest so, dass ich euch dann auch alle Artworks zeige, die auch wirklich dies vom Spiel gibt. Ja? Oh Gott, nein! Wenn das halt nicht so 200 Schaden machen würde, Alter, das ist übertriebenst einfach. Ja, komm! Muss halt extrem aufpassen. Was halt unendlich schwer ist. Unendlich, oder was heißt unendlich schwer? Unendlich viel Schaden macht, gefühlt. Alter. Ach Gott, nein. Die wird gleich in mein Face explodieren. Oder auch nicht. Ah, nein, 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 nein. Du verschluckst mich nicht. Komm mal her, Seepferdchen. Du willst doch sterben. Wir sind übrigens bei gleich Level 40. So. Oh, ich habe Angst vor diesen gelben Sauriern hier. Vor den gelben Echsen. Ich habe mega Schiss. Sehr viel Respekt habe ich. Hä? Ich glaube nicht, dass die Teufel hier besiegen muss. Aber es kann sein, dass die... Die Gegner. Meine Güte, lass mich doch mal irgendwas sehen. Ich sehe halt nichts. Danke. Nicht, dass wenn man die besiegt, hier noch eine Exe spawnt, deswegen. Weil ich es echt nicht glaube. Na komm. Oh, Brudis. Ja, guck mal, das spawnen noch Gegner. Das gerade deswegen habe ich die alle. Gut, die Schatztruhe hole ich jetzt einfach mal nicht. Das ist mir zu heikel. Und ich weiß, dass ich da am Anfang noch ein paar Gegner ausgelassen habe. Dementsprechend kann ich ja wieder frohen Mutes wieder zurück. Genau, ich bin hier noch nicht lang gelaufen. Und tschüss. Tschüss. Ah.
Wir sind natürlich Level 40 geworden. Ja, die Silberklinge kann man mit Level 40 ausrüsten. Und hier war auch etwas Neues, ne? Ja, und die Silberrüstung halt. Goldrüstung 45, auch sehr schön. Gut zu wissen. Bin fertig. Was gibt's noch? Kommt ihr jetzt noch weiter oder? Ja, es geht noch weiter. Sieger, spezielle Gruppe, Gegner. Okay, also kriegen wir sowieso gleich unser Level ab. Silberflegel. Also hat das wieder 12, hat das eine 12 Ebenen? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Vielleicht würde man die Verteidigung, vielleicht würde man mehr Abwehr haben, wenn man halt die Verteidigung, wenn man halt die Verteidigung erhöht, ne? Aber wenn man gut ausweicht, dann braucht man auch die Verteidigung nicht erhöhen. Klar. Schaffe ich nicht immer, gut auszuweichen, ne? Alter Ring. Diese Blasen hier, Alter. Geht jemand anders auf den Zeiger? Wie gesagt, die Teufel hier glaube ich nicht, dass die das haben. Ja, diese Echsen. So. Bloß nicht einkesseln lassen. Was da gerade passiert ist, weiß ich auch nicht. Fragt mich nicht. So. Na, stirbt! Und wie gesagt, die gelben Ex. Die gelben Ex immer. Adios! Oh Gott! So, jetzt komm. Schnell, schnell, schnell. Ich hab zu tun. So. Na, oh nein. Das macht halt so viel Schaden, ey. Oh, ich muss die Bonbons wieder auf Y tun. So, schnell, komm. Ich will ja auch nur durch, Leute. So langsam kann ich halt diese Sidequest auch nicht mehr sehen, ne? Weil die halt wirklich, ja. Oh, lass mich bloß in Ruhe, dem die Kiste. 650. Lass mich raten, da sind auch Gegner. Ich weiß nicht, wie ich mir die Racken. Manche Racken kann man durchsäbeln, manche wieder rum nicht. Wiederum nicht, das verstehe ich manchmal nicht. Gunst des Gaius. Das verstehe ich halt echt nicht. Manche kann man halt durchsäbeln, manche nicht. Ich frage mich, woran man das erkennt. Das wüsste ich ja tatsächlich gerne. So, hier tauchen auch noch Gegner auf, natürlich. Autsch. Oh, please. Na komm. Bestimmt wieder diese gelben Echsen. Hier ist noch eine. Wahrscheinlich ist sie auch gleich vorbei. Ich glaube nicht, dass sie hier hinter muss. Glaube ich nicht. Ne, sag ich doch. Es ist immer so. Alle Gegner, wofür man denn ein spezielles Item braucht, braucht man eigentlich gar nicht erst nachprüfen. Das sind auf jeden Fall nicht die Gegner. Finde ich gut, dass es so ist. Wir sind Level 40. So, was sollen wir mit den Regnern machen? Also wir sollen ins Wasser schmeißen, warum? Mal gucken, vielleicht sagt sie uns das ja gleich. Das muss der Ort sein, von dem Simon gesprochen hat.
Ich muss das also nur hier reinwerfen. Leb wohl. Hä? Was? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nun denn, Zeit für die Rückreise. Vielleicht sagt sie uns ja, was passiert ist. Oder warum. Willkommen zu Hause, Ferik. Ich habe den Ohrring weggeworfen, so wie du es mir gesagt hattest. Ich danke dir. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Ferik. So, jetzt musst du mir aber alles über deine bewegte Vergangenheit erzählen. Tut mir leid. Da du hast dich für mich in große Gefahr begeben. Darum sollte ich es dir anvertrauen. Aber kann ich es denn nicht trotzdem für mich behalten, Ferik? Simon? Wenn es sein muss, sag ich's dir. Nein, ist schon in Ordnung. Ich will nicht im Leben anderer Leute herumschnüffeln. Ich danke dir, Ferik. Du wirst eines Tages einen feinen Mann abgeben. Übrigens, als ich den Ohrring in See warf, dachte ich, eine Stimme leb wohl sagen zu hören. Wie bitte? Bestimmt habe ich mir das nur eingebildet. Ja, vielleicht hast du nur den Wind gehört. Kann sein. Na dann, bis später. Danke für alles, Ferik. Manis Panzer erhalten. Kein Problem, du kannst jederzeit mit mir reden. Leb wohl, mein Liebster. Ah. Ja. Okay. Das war, habe ich mir schon gedacht, ne? Gucken wir es mal da. Die Silberklinge. Das ist Level 41, ne? Ja, schade. Und dann haben wir hier auch noch was. Die Silberrüstung. Goldrüstung ist Level 45. Den alten Ring kann man auch schon ausrüsten, weil hab ich den ja gekriegt. Keine Ahnung. Der ab Level 42 den Schimmerring. Mithrilring ab 51. Mein, da muss er ja echt selten sein. Aber schon krass, ne? Sidequests, wir kriegen ja von allen Bewohnern Sidequests. Jetzt kaufen wir uns aber erstmal Bonbons ein, weil wenn wir keine neue Sidequest bekommen, heißt das nämlich für uns, dass wir ins Grande Finale gehen, beziehungsweise die nächste Story-Quest. Und ich glaube, tatsächlich, dass es das Finale ist. Habe ich so im Urin. Weil ich weiß nur noch, dass irgendwie so nur noch drei Bosse insgesamt kommen oder zwei. Irgendwie so war das. Zwei Bosse mindestens noch. Das weiß ich. Bei den drei bin ich mir nicht mal sicher. Zwei auf jeden Fall. Ja. Nein, danke. Aber dann würde ich sagen, machen wir vor der Feierabend. Wir werden im nächsten Part entweder noch eine Quest irgendwo ans Land ziehen oder eventuell sogar mit der Hauptstory weiter fortfahren. Auf jeden Fall sind wir eigentlich relativ gut gerüstet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.